Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV und herzlich willkommen auf dem winterlichen Bilsterberg. Ich habe heute die Freude, euch den Subaru Forester vorzustellen. Subaru hat den erstmalig 1997 gezeigt und in diesem Jahr 2018 auf der New York Auto Show haben sie die 5. Produktgeneration präsentiert. Die gibt es allerdings erst ab Mitte 2019 in Europa. So habe ich die Gelegenheit genutzt, euch nochmal das aktuelle, also die 4. Produktgeneration vorzustellen. Und der Wagen ist das erste Mal 2012 gezeigt worden. Seit 2013 gibt es ihn bei uns in Deutschland. Und 2016 hat er noch einen Facelift bekommen. Subaru hat den Forester 2012 schon gegen die Wand fahren lassen. Beim Euro-NCAP Crashtest hat der Forester alle 5 Sterne bekommen. Gebaut wird er in Ota in Japan. Subaru hat 2 Werke, 1 für Nordamerika, da sind sie ja ganz stark, und 1 für den Rest der Welt, das ist halt in Japan. Und dort werden auch unsere europäischen Modelle gefertigt. Zudem gibt es auch einen Konfigurator, allerdings kann man da keine Konfigurationen abspeichern. Die Konfiguration unseres Testwagens blenden wir euch einmal kurz ein, könnt ihr Pause drücken, um das Ganze zu studieren. Der Subaru Forester, ne? Das ist, der ist mal gestartet als Kombi-Limousine im Prinzip. Nun gehört er aber zu den Kompakt-SUVs. Der stärkste Vertreter in dem Segment ist natürlich der Volkswagen Tiguan. Der Mitsubishi Outlander wäre zum Beispiel ein Mitbewerber, aber auch der Mazda CX-5. Es gibt in dem Segment noch so viele andere, die muss ich aber alle nicht nennen. Guckt einfach bei Ausfahrt TV auf die Webseite, da verlinke ich im unteren Bereich immer die passenden Mitbewerber, die wir auch im Review gehabt haben oder als Videokaufberatung für euch da draußen gefilmt haben. Subaru bietet den Forester bei uns in Deutschland bis zum Modellwechsel zumindest erstmal mit 3 Motorisierungen an. Das sind 2 Benziner und ein Diesel. Alles 3 sind 2 Liter Boxer, Vierzylinder oder Vierzylinder Boxermotoren. Boxermotor ist klar, wir haben 2 Zylinder auf jeder Seite. Unten, die gegenläufig arbeiten. Also hier nicht oben, tuk, 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 sondern unten, tak, tak. Und dadurch ist der Motor sehr flach und auch ziemlich kurz und kann dementsprechend sehr weit vor, weit hinten, also im Vorderwagen eingebaut werden. Und auch sehr tief liegt dann das ganze Gewicht, sodass der Schwerpunkt entsprechend auch tief ist. Gut, der kleine Benziner ist ein Sauger, leistet 150 PS, der große ist ein Turbo, der hat dann 240 PS und der Diesel, der leistet 147 PS. Den kleinen Benziner und den Diesel bekommt man mit einer 6-Gang-Handschaltung oder mit der Lineatronic am CVT-Automatikgetriebe. Der große Benziner, der ist immer mit dem CVT-Getriebe unterwegs. Das CVT-Getriebe hier von Subaru ist so, es ist ja eigentlich ein Riesen. Antrieb, dass man ein stufenloses Getriebe hat. Die programmieren aber mittlerweile Getriebestufen quasi mit ein. 8 Stück an der Zahl sind es hier, sodass man das Gefühl auch haben kann, man hätte quasi Gänge oder Fahrstufen, die das Getriebe nutzt. Und die Vorzüge vom CVT-Getriebe sind ebenfalls, dass es sehr leicht ist und auch preiswert umzusetzen. Und ja, somit bietet sich das an. Ich habe da nach wie vor Probleme mit. Ich habe mir heute noch mal 2, 3 Tests durchgelesen und angeguckt. Andere Kollegen sagen mittlerweile, das CVT hier, das ist schon recht ordentlich. Ich persönlich denke immer noch, wenn ich aufs Gas trete, der Motor aufheult, dass ich irgendwas falsch mache. Ne? Aber ich habe ja auch gelernt, auch mit dem Subaru hier, mit einem gemäßigten Gasfuß fährt man halt recht ordentlich. Im Übrigen, alle Motorisierungen kommen auch mit dem Allradantrieb von Subaru. Das heißt, alle Achsen werden permanent angetrieben. Ne? Uns hat Subaru hier den kleinen Benziner an die Hand gegeben. Also ein 2 Liter Vierzylinder Boxermotor mit einer Leistung von 150 PS. Der kommt auf ein maximales Drehmoment von 198 Newtonmeter und die liegen bei 4200 Umdrehungen pro Minute an. Angeflanscht ist das CVT-Getriebe und ich hatte eben, glaube ich, gesagt, 8 Stufen sind da einprogrammiert. Das ist Unsinn. 7 Stufen sind es. Also man hat das Gefühl, man hätte so 7 Gänge zur Verfügung. Und ja, der Forester hat immer Allradantrieb, somit auch unser Modell.
Und jetzt noch die restlichen Fakten hier zu unserem Subaru Forester mit dem 150 PS Benziner. Der beschleunigt von 0 auf 100 in 11,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht man dann bei 192 km/h. Der Subaru Forester verfügt über einen Tankinhalt von 60 Litern. Bei einem Netzverbrauch laut Subaru von 7 Litern super auf 100 Kilometern könnte man theoretisch auf eine Reichweite von fast 850 Kilometer kommen. Den kombinierten CO2-Ausstoß gibt Subaru mit 162 Gramm pro Kilometer an. Der Subaru Forester ist 4,61 Meter lang bei einem Radstand von 2,64 Meter. Er ist 1,74 Meter hoch und misst in der Breite 1,80 Meter. Der Wendekreis beträgt 11,40 Meter. Das Leergewicht ist mit 1570 Kilogramm angegeben, das zulässige Gesamtgewicht mit 2015 Kilogramm. Und weil es sich bei dem Subaru Forester um ein SUV handelt, hier einige der üblichen Offroad-Eigenschaften als Zahlen ausgedrückt. Der Böschungswinkel vorn beträgt 23 Grad, der Böschungswinkel hinten 25 Grad und der Rampenwinkel 23 Grad. Der preiswerteste Subaru Forester ist für 25.900 Euro zu haben. Unser Testwagen hat einen Basispreis von 39.900 Euro, kostet aber so, wie er hier steht, 40.545 Euro. Die Versicherungsklassen habe ich auch noch für euch. Haftpflicht 15, Vollkasko 21 und Teilkasko 25. Subaru bietet den Forester in bis zu 5 Ausstattungslinien an. Der kleine Benziner, den gibt es in 5 Ausstattungslinien. Den großen Benziner mit 2 und den Diesel in 3 unterschiedlichen Ausstattungslinien. Wir haben hier die Platinum-Ausstattungslinie. Das ist die höchste Ausstattungslinie für den 150 PS Benziner. Und in unserer Ausstattungslinie ist der Wagen dann auch mit LED-Technik ausgestattet. LED-Tagfahrlicht und LED-Fahrlicht und Fernlicht, nur die Blinker und die Nebelscheinwerfer, das sind noch herkömmliche Leuchtmittel. In der Basis hat er aber generell Halogenscheinwerfer, der Subaru Forester. Die Farbe unseres Testers hier nennt sich Quarz Blue Pearl, kostet 560 Euro Aufpreis und ist eine von 8 Farben, die ihr für euren Forester wählen könnt, wenn ihr sagt, Mensch, nee, aus Farbe mache ich mir nichts, dann ist Rot eure Wahl. Die gibt es nämlich ohne Aufpreis für den Wagen. Wir haben hier eine Bodenfreiheit von stolzen 22 cm. In der Basis steht der Forester auf 17 Zoll Stahlfelgen. Zu unserer Ausstattungslinie gehören allerdings 18 Zoll Alufelgen. Die sind hier bezogen mit Winterreifen von Dunlop. Das sind die SP Wintersport 4D und die sind hier verbaut oder angebaut in den Dimensionen 225 R18. Vorne haben wir innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten normale Scheibenbremsen. Ja, dann gucken wir uns gleich noch das Heck vom Fahrzeug an. Seht ihr schon, ne? Oben auf dem Dach, da fange ich ja immer an, eine kleine Haifischschlosser als Antenne. Dahinter dann ein relativ breiter, also eigentlich wie immer, ne? Beim SUV Dachkanten-Spoiler, in den eingearbeitet auch die dritte Bremsleuchte in Form einer LED. Wir haben auch LED-Technik in den Rückleuchten, allerdings nur für Bremslicht und Rücklicht. Die anderen Funktionen, das sind dann wieder herkömmliche Leuchtmittel. Ja, und zu guter Letzt kann ich noch sagen, wir haben hier ein echtes Auspuffrohr auf der rechten Seite. Einflutig ist er hier ausgestattet. Und das ist das Heck vom Subaru Forester. Ja, und das Licht präsentiere ich euch wie immer auch gerne einmal in der abgedunkelten Halle. Ich starte den Motor, der Lichtschalter befindet sich in der Autolichtstellung, da justiert sich jetzt das LED-Licht einmal. Ich habe die Möglichkeit jetzt hier auch das Licht auszuschalten, hoppla. Ne, das ist Fahrlicht, Standlicht, das war Standlicht, Autolicht und das wäre ausgeschaltet. Hier wieder zurück auf Fahrlicht und schalte jetzt hier mal die Nebelscheinwerfer noch dazu. Unten ein bisschen breiter das Licht. Man sieht auch das gelbe Licht im Vergleich zum weißen. Lichthupe, Fernlicht und den Blinker kann ich noch setzen. Und während ich den setze, schalte ich mal das Licht nochmal runter. Aber das macht ja keinen Unterschied bei dem Auto, fällt mir gerade ein. Und somit bin ich auch schon durch. Ich starte den Motor, der Lichtschalter nach wie vor in der Autolichtstellung. Das wäre Standlicht, das wieder normales Fahrlicht.
dazu einmal die Bremse und die die Nebelschlussleuchte auch wieder ausschalten, dann Blinker rechts, Blinker links, Warnblinker und den Rückwärtsgang kann ich auch noch mal einlegen für den Rückfahrscheinwerfer. Ja, und im Prinzip habe ich euch dann auch schon alles gezeigt. In der abgedunkelten Halle gehe ich auf das Auto zu, öffne den Wagen per Funkfernbedienung. Das Licht geht nur im Innenraum an. Vorne und hinten bleibt es dunkel. Allerdings hier die Türen haben wohl im unteren Bereich auch noch eine Lampe, die mir hier den Einstieg erleichtert. Ich steige jetzt mal ein und starte auch sofort den Motor. Na hier, das Licht baut sich auf. Und sehen wir hier einmal vom Infotainment-System, die Bedienungselemente, die sind weiß. Und alle anderen Schalter, die eine Funktion haben, sind rot, auch am Lenkrad. Neben dem Lenkrad und hier an der Seite in der Tür. Ja. Und jetzt könnte ich hier nochmal die Karten an sich zeigen. Im Dunkeln, das Cockpit im Dunkeln. Das ist hier so die Anmutung, die ich habe. Das ist der Schlüssel vom Subaru Forester. Hinten ist nichts drauf. Vorne drei Schaltflächen, Fährriegeln, das Subaru-Logo als Endriegeln und den Kofferraum. Den kann ich hier auch noch separat öffnen. Ich halte mal die Endriegeln-Taste gedrückt. Passiert aber nichts. Die Fenster kann ich also nicht runterfahren. Ich brauche den Schlüssel aber nicht in der Hand zu haben, sondern ich kann das Auto einfach entriegeln, indem ich hier den Griff ziehe. Und vorne sind zwei Riefen, da drücke ich drauf, dann ist der Wagen auch wieder verriegelt. Ich will aber einsteigen. Ja, wir haben ja schon eine Bodenfreiheit von 22 cm. Ich habe eben ausgemessen, den Sitz ganz runtergefahren bis zur oberen Kante der Sitzwange. Das sind 69 cm und danach geht es 4 cm runter. Der Einstieg ist aber super bequem, von der Höhe her ideal. Und die Tür kann ich auch locker schließen. Ja, herzlich willkommen im Innenraum hier von unserem Subaru Forester in der Platinum Ausstattungsedition. Und ich fange auch sofort an mit dem Materialcheck. Das Armaturenbrett hier oben ist mit einem weichen Material bezogen. Hier der Deckel dann aber mit hartem Kunststoff. Das gilt auch für den Bereich. Hier ist es aber weiterhin weich. Dann haben wir hier schwarz lackiert, darunter eine Alu-Applikation. Und darunter fängt es dann an, hart wieder zu werden. An der Seite hier auch hart und hier ist nochmal so ein Leder- oder Kunstledereinsatz. Den Mittelkanal mir angucke, auch hier harter Kunststoff und das ist dann Kunstleder. Das Lenkrad ist mit Leder bezogen und in der Tür oben harter Kunststoff. Dann Leder oder Kunstleder, das ist glaube ich eher Kunstleder. Und hier finden wir ebenfalls harten Kunststoff. Das gilt auch für die A-Säule, auch die ist nicht mit Stoff bezogen. Der Himmel schon, aber darunter keine Schaumstoffschicht, sondern es fühlt sich an, als wäre das direkt Pappe darunter. Ja, Subaru sieht sich glaube ich nicht als Premium-Hersteller, vielmehr sehen die sich als Hersteller sehr funktionaler Automobile. Das ist ja der größte Allrad-Pkw-Hersteller und somit denke ich, wollen sie auch, dass im Innenraum alles funktional ist. Und soweit ich es verstanden habe, ist das auch ein Verkaufsargument für sie. Ja, gut. Ich bin 1,80 Meter groß. Ich habe den Sitz ganz nach unten gefahren und zwischen meinem Kopf und den Himmel passt gerade eben noch so eine Faust aufgestellt. Quer ist aber eigentlich besser. Zwischen den Sitzen hier haben wir einen Abstand von 22 cm.
Die Scheibe ist nicht wirklich nach vorne gezogen, aber allein durch dieses Display, was so weit hinten sitzt, hat man schon das Gefühl, dass man hier sehr viel Platz hat. Ich bin in einem Auto auch durchaus mit 2 und 4 Erwachsenen gefahren. Hier haben 4 Erwachsene genug Platz und man fühlt sich nicht so, als würde man sich zu sehr auf die Pelle rücken. Die Mittelarmlehne ist allerdings nur für einen Arm ausgelegt hier. Gut, dann gucken wir uns mal die Ergonomie an, sprich die ganzen Schalterchen. Dafür starte ich erstmal einmal das Auto, damit die ganzen Displays angehen. Wir haben also hier im oberen Bereich eine Display-Einheit. Darunter dann die Lüftungsdüsen, die ich in alle Richtungen verstellen kann. Und pro Lüftungsdüse habe ich auch die Möglichkeit, die Luft zu regeln, den Luftstrom. Dazwischen im Übrigen der Warnblinkschalter und dieser Knopf ist zum Bedienen des Displays oben. Die Lüftungsdüsen außen sind genauso angelegt. Ich kann sie also frei verstellen und auch kann hier den Luftstrom regeln. Ja, dann haben wir das Infotainment-System hier mit Touch-Tasten an der Seite. Ist natürlich auch ein Touchscreen. Ich finger da jetzt einfach mal so wild drauf rum, ohne irgendwie was zu machen, um euch zu zeigen, wie schnell das System reagiert. Wir haben hier ja auch einen Lautstärkeregler und einen Regler zum Verstellen der Sender. Was ich ein bisschen schade finde, wenn man im Map-Modus ist, verstellt man hier trotzdem nur die Sender und kann hier leider nicht zoomen. Darunter dann die Klimatisierung. Das heißt, alles, was ich hier regel, sehe ich dann hier auch in diesem kleinen abgesetzten Screen nochmal. Der ist also für die Klimatisierung da. Ja, und sonst die üblichen Tasten haben wir hier. Plus zwei voneinander getrennte Klimazonen. Im unteren Bereich vor dem Gangwahlhebel habe ich dann die Sitzheizung und den X-Mode-Schalter. Da kann ich also einen schlechten Wegemodus schalten und hier kann ich noch Start und Stopp deaktivieren. Ja, und hier haben wir sonst ganz normal die Handbremse. Wir haben Multifunktionslenkrad. Das sind, glaube ich, die meisten Funktionen, die ich bisher hatte an einem Lenkrad. An der Lenksäule 2 Schalter, auf der rechten Seite der Scheibenwischer für vorn und hinten und auf der linken Seite der Lichtschalter tatsächlich. Also ich kann hier das Licht ein- und ausschalten, Nebelscheinwerfer aktivieren und natürlich auch blinken, Lichthupe geben und Fernlicht. Dann links neben dem Lenkrad haben wir nochmal ein Sammelsurium an Schaltern unterschiedlichster Art. SIRS, ESC, Memory Height kann ich hier verstellen von der Heckklappe hinten, die kann ich hier auch öffnen. Hier kann ich ESC runterregeln und den Totwinkelwarner an- und ausschalten. Die Sitzkonfiguration kann ich hier zweimal abspeichern in der Tür und dann habe ich in der Verlängerung der Armlehne die 4 elektrischen Fensterheber. Die Zentralverriegelung kann die Fenster hinten sperren und habe hier noch die Spiegelverstellung mit dem Knopf, dass ich die Spiegel auch anklappen kann. Ja, ich lasse den Motor mal laufen. Tut mir leid, liebe Umwelt, aber es ist ganz schön kalt. Ich habe eine manuelle Gurthöhenverstellung, kann den Gurt an meiner Schulter, also in der Höhe, variieren und zeige euch auch einmal die Gurtlänge. Dann sitze ich hier auf Ledersitzen, perforiertes Leder. In den Sitzen habe ich bis zu 4 Stunden gesessen, hatte nie Rückenschmerzen, also alles in Ordnung soweit. Der Seitenhalt ist allerdings nicht so besonders, also weder vom Sitzpolster her noch von den Seiten. Aber wir fahren hier ein SUV mit 150 PS, da muss das natürlich auch nicht so wahnsinnig gut sein. Ich kann den Sitz verstellen, nach vorne, nach hinten ist klar, vorne anstellen, hinten hochfahren, die Lehne noch verstellen, die Kopfstützen verstelle ich natürlich manuell. Und ich habe hier eine zweistufige Sitzheizung. High and Low gibt es, wobei High schon mollig warm macht, allerdings nicht heiß. Dafür wird dieses mollig Warme über eine gewisse Zeit auch gehalten. Und es dauert wirklich ein Weilchen, bis die wieder abflacht. Da gibt es andere Sitzheizungen, die geben das schon schneller auf. Ja. Die Sitzfläche messe ich auch einmal für euch aus. Das sind 48 cm in der Tiefe. Gut, das Lenkrad, das kann ich manuell verstellen. Das ist hier der Radius.
Wenn ich das ganz tief einstelle für mich, verdecke ich Teile vom Cockpit, aber ich stelle mir das auch gar nicht so tief ein, sondern das ist so meine Position hier und von daher passt das. Wir haben Schaltwippen am Lenkrad, denn in das CVT-Getriebe sind ja Stufen einprogrammiert, sodass ich damit schalten kann wie beim Wandler oder beim DSG-Getriebe. Die Schaltwippen sind aus Plastik, aber ich kann immerhin vier Hände einhängen und die haben so eine Wölbung, sodass man auch nicht so abrutscht, man kommt da gut ran. Dann haben wir ein Multifunktionslenkrad. Ich fange mal hier unten an mit der Lenkradheizung, die ich aktivieren kann. Die wird auch angenehm warm im Winter. Auf der anderen Seite unten kann ich durch den Bordcomputer durchschalten, also durch den, der im Cockpit sich befindet. Dann im oberen Bereich steuere ich das Infotainment-System, kann hier die Lautstärke beeinflussen, kann aber auch Lieder oder Sender skippen. Ich habe eine List-Funktion und einen Zurück-Button. Ich kann die Tonquelle auswählen, Sprachkommandos abgeben und Telefonate annehmen und beenden. Auf der rechten Seite habe ich dann die ganze Steuerung für den Tempomaten, den adaptiven. Also kann hier auch den Spurhalteassistent an- und ausstellen, den Tempomat an- und ausstellen, die Geschwindigkeit setzen, den Abstand zum Vordermann regeln. Und hier unten habe ich die zwei unterschiedlichen Fahrmodi, Normal und Sport. Vom Lenkrad direkt weiter zu den Spiegeln. Sie sind quasi praktisch quadratisch. Man kann auf jeden Fall eine ganze Menge nach hinten sehen. Man hat eine schön große Spiegelfläche. Das gilt leider nicht ganz für den Innenspiegel. Da muss ich teilweise meinen Kopf halt schon so ein bisschen hin und her schwenken, um die komplette Rückscheibe zu sehen. Allerdings auch nicht viel. Das ist also immer so ein kleiner Bereich nur. Ja, die Rundumsicht oder der Schulterblick. Ich drehe mich hier mal um, die B-Säule kann ich gut dran vorbeisehen und über die andere Schulter. Die A-Säule ist okay, die B-Säule ist okay und C-Säule okay und selbst die D-Säule ist gar nicht so breit. Allerdings, da könnte sich halt schon Fahrradfahrer hinter verstecken. Darum also bitte immer schön den Schulterblick mit einbeziehen, also den Spiegel in den Schulterblick mit einbeziehen. Ich habe in unserem Fahrzeug auch eine Rückfahrkamera, die meldet sich hier. Wenn ich am Lenkrad drehe, bleiben die Linien aber stehen. Das Bild ist auch nicht besonders scharf und kontrastreich, aber zum Rückwärtsfahren reicht es auf jeden Fall. Was ich richtig klasse finde, ist hier im oberen Bereich. Da nutzen sie das Display nämlich, um mir das rechte Vorderrad nochmal zu zeigen. Da haben wir also am rechten Spiegel eine nach vorne gerichtete Kamera. Und es ist gar nicht, dass das Auto nach vorne so unübersichtlich ist. Aber hey, ganz im Ernst, so eine Einstellung würde ich mir bei mehreren Autos schon wünschen. Das ist manchmal einfach angenehmer, ne? Wenn du weißt, ob du da rumkommst oder nicht oder eine enge Garageneinfahrt hast. Das finde ich schon verdammt praktisch. Und stell auch einmal den Motor aus. Nur damit ich ihn gleich wieder anstellen kann und euch einmal hier die ganze Lichtorgel zeigen. Gesagt, getan. Hier flammt einmal alles auf. Wir haben also zwei Rundinstrumente, ein Drehzahlmesser auf der linken Seite, ausgewiesen bis 8000 Umdrehungen. Und ab 6450 oder so fängt der rote Bereich an. Auf der anderen Seite der Tachometer. Der Wagen fährt knapp 200, 240 ist hier die Skala angegeben, naja, das passt schon. In der Mitte dann der tatsächliche Bordcomputer, da sehe ich im unteren Bereich erstmal den Gesamtkilometerzähler, den Tageskilometerzähler, darüber das P, das Fahrprogramm, also wenn ich hier schalte, kommt was anderes und auch die Gänge, wenn ich die oder die Stufen, diese einprogrammierten, kann ich mir hier anzeigen lassen. Wenn ich jetzt hier zwischen dem Tageskilometer, seht ihr ja B, umschalten möchte, habe ich hier an der Seite so einen Pin. Da kann ich halt sehen, wie viele Kilometer ich in unterschiedlichen Etappen gefahren bin. Und im oberen Bereich haben wir dann quasi den Bordcomputer. Der sagt mir jetzt, ich bin im S-Drive. SE-Drive ist das, ne? Das wäre Sport und das ist dann normal. Dazu kann ich dann natürlich auch durchschalten, die digitale Geschwindigkeit mir anzeigen lassen, Dauer, wie das Auto läuft, ausschalten. Das ist halt so was mit dem Verbrauch zu tun und da bin ich auch schon wieder durch. Ja. Und das war dann auch das Cockpit. Allerdings ist das ja auch bisher nur die halbe Miete.
denn ich habe hier oben ja noch das Zusatzdisplay. Hier kann ich auch durchschalten. Das ist quasi so die Momentanverbrauchsanzeige. Dieser rote Balken wechselt dann von gelb zu grün. Grün, wenn ich effizienter fahre als der Durchschnittsverbrauch. Und hier die Kraftverteilung. Eine Uhr gibt es auch noch. Das ist auch nochmal momentan Verbrauch mit der Restreichweite. Außentemperatur wird mir ständig angezeigt und auch die Uhrzeit. Und dann bin ich hier auch schon wieder durch. Hier kann ich auch noch, das hatten wir zwischendurch, in diese Kamera stellen. Und das kann ich übrigens auch bei laufender Fahrt machen. Das ist ganz lustig. Ja. Und gedrückt halten für Einstellungen mache ich auch mal. Kann ich alles Mögliche halt einstellen. Ups. Gut. Das auch alles einmal gesehen. Ja, dazu, wir haben hier ein Glasdach, ein Glasschiebedach. Das kann ich einmal manuell verdunkeln. Habe ich über uns geöffnet, weil ich ein bisschen Licht brauche. Dazu kann ich das öffnen. Ich kann es nicht anstellen, komischerweise. Also gibt ja durchaus die Möglichkeit, ne, dass man hinten den Bereich öffnet. Das geht allerdings nicht. Ich kann es wirklich nur komplett auffahren. Das in zwei Stufen. Vorne kommt dann so ein Kamm raus. Das ist die erste Stufe. Und dann kann ich sagen, fahr doch bitte ganz in die Dachhaut rein. Ja, guck mal, ist das nicht schön hier? Lass ich mal wieder zufahren und kann euch noch zeigen, den Warnblinkschalter hatte ich euch schon gezeigt. Das ist meines Erachtens die optimale Lösung. Hier oben mittig angebracht, der hebt sich auch mit der roten Farbe hervorragend von allem anderen ab. Ich kann den quasi gar nicht übersehen, den Warnblinkschalter. Hoppla, ich mache mal wieder Licht an hier. Das haben sie optimal gelöst. Und die Hupe kann ich euch auch noch präsentieren im Rahmen des Ausfahrt-TV-Hupenchecks. So hört sich die Hupe an im Subaru Forester. Ein bisschen schüchtern für das große Auto, oder? Da bin ich auch schon wieder zurück mit dem Ausfahrt-TV-Ablagencheck. Das heißt, ich zeige euch hier die ganzen Ablagemöglichkeiten in dem Fahrzeug und fange wie immer an mit den Türtaschen. Damit es so ein bisschen heller wird, öffne ich die Tür hier einmal. Ich habe also wieder meine Literflasche dabei oder 0,75, wie ich jetzt feststellen musste. Und dahinter habe ich auch noch ein bisschen Platz, aber ein Geheimfach gibt es nicht. Dann hier die Griffschale, ist auch nochmal so ein bisschen rutschfest, allerdings mit hartem Kunststoff ausgelegt, aber könnte man auch als Ablage nutzen. Dann hier, ne, haben wir einen Sicherungskasten, da lege ich lieber nichts rein. Das ist wohl auch kaum als Ablage gedacht, sondern die nächste Ablage ist dann wirklich hier im unteren Bereich. Hier habe ich einmal einen 12-Volt-Anschluss und dann hier noch ein tiefes Ablagefach. Kann ich also den Schlüssel auch da ganz hinten hinschieben und das ist rutschfestes Material. Hinter dem Gangwahlhebel habe ich dann zwei Getränkehalter mit einem Abstandshalter. Meine Literflasche kann ich hier hinstellen, aber auch große Kaffeebecher kann man da reinklemmen. Die hat ein bisschen Spiel, ist mir aber nie rausgewackelt und ich bin ja ein bisschen mit dem Auto gefahren. Dann haben wir hier die Mittelarmlehne, die kann ich nach vorne und nach hinten stellen. In der Höhe allerdings nicht arretieren, sondern nur öffnen. Und wenn ich da einmal reinschaue, dann habe ich da zwei USB-Anschlüsse, einen AUX-In-Anschluss, nochmal 12 Volt. Ja, und das hier kann man auch hier oben reinhängen, wenn man denn möchte. Dann hat man hier nochmal eine rutschfeste Unterlage und Münzhalter, so würde ich das interpretieren. Mal gleich weiter mit dem Handschuhfach. Das kann ich öffnen. Dezentes Bordmaterial. Und sonst gibt es aber auch nicht viel hier zu sehen in dem Handschuhfach. Muss noch mal gucken, wenn ich das Licht hier ganz anmache. Im Moment Autolichtstellung. Nee, passiert auch nichts. Das scheint wohl nicht beleuchtet zu sein. Gut, kann ich wieder vollladen. Und mache hier im oberen Bereich weiter. Hier haben wir also die Sonnenblende, ein lustiges Format, fast quadratisch, mit einem Make-up-Spiegel, der ist auch beleuchtet und die Spiegelfläche ist auch in Ordnung. Dann habe ich die Möglichkeit, das zur Seite zu klappen und sehe, hier hinten ist auch nochmal ein Band mit der Rettungskarte.
Und Subaru legt uns hier tatsächlich eine Rettungskarte rein, vorbildlich. Und habe jetzt hier die Möglichkeit, noch ein bisschen was auszuziehen. Aber wenn wir ehrlich sind, hier bleibt trotzdem noch ein Bereich offen. Allerdings, wenn ich die wieder zurückklappe, dann kann ich hier das Loch noch dicht machen, was sonst offen wäre, wenn ich das nicht brauche. Wir haben hier Leseleuchten für den Fahrer und den Beifahrer und das zusammen ist aber dann auch schon die Einstiegsbeleuchtung. Und dazu, das hatte ich vorhin ganz vergessen, habe ich hier auch nochmal zwei Schaltflächen. Den Spurverlassenswarner kann ich ausstellen und den Kollisionswarner. Sollte ich aber nicht machen, ne? Ist gut hier wegsortiert. Ja, und somit habe ich euch alle Ablageflächen hier im vorderen Wagen gezeigt. Meine dritte Moderation vom Fahrersitz aus gilt dem Infotainment-System, was ich euch einmal im Schnelldurchlauf gerne zeigen möchte. Einmal gucken, das wird schwierig zu sein zu filmen, weil das Display so spiegelt im Betrieb. Also wenn ich jetzt auf dem Fahrersitz sitze und da drauf gucke, ist das nicht ansatzweise so schlimm. Ich habe also hier erstmal die Home-Taste. Über die Home-Taste erreiche ich dieses Hauptmenü. Da kann ich mich für Audio entscheiden, kann Audioquellen auswählen, FM, AM, DAB unter anderem auch. Ich habe dann hier die Möglichkeit, Sender zu wählen, habe auch eine Listenfunktion für diese Länder und kann hier quasi durchscrollen. Ja, wonach das sortiert ist, ich weiß es nicht, könnte es noch aktualisieren. Springen wir nochmal zurück in FM. Hier können wir auch scannen. Liste habe ich genauso wieder. Was habe ich hier? Einstellungen gibt es auch noch. Und es gibt auch noch ein Klangmenü. Kann ich hier irgendwie alles Mögliche einstellen. Unter anderem habe ich auch einen mehrstufigen Equalizer zur Verfügung, wenn ich denn möchte. So, springen wir wieder zurück. Quelle kann ich aber genauso Bluetooth, Audio oder iPhone, was ich hier schon über das USB-Kabel verbunden habe, nutzen und könnte das Ganze sogar noch umordnen, wenn ich denn möchte. Gut, können wir wieder zurück. Telefon ist, glaube ich, auch klar, ist jetzt auch nichts gepaart. Apps habe ich hier noch, Starlink, Mirrorlink und AHA. Dafür AHA, das ist quasi eine Podcast-Internetradio-Geschichte, brauche ich eine Internetverbindung. Und Mirrorlink, damit kann ich dann quasi diverse Android-Handys hier einbinden und den Bildschirm spiegeln. Toyota Starlink ist nochmal ein eigenes System. Dann habe ich hier die Karte, die eigentliche. Ich stehe also hier in der Kraxer Straße, das ist jetzt die Nachtansicht, glaube ich. Ja. Und das ist die Tagansicht. Ich nutze hier das Menü, kann Ziel eingeben, Adresse suchen. Unter anderem Straßenname. Hoppla. Und würde mich jetzt hier für die Wertherstraße entscheiden mit der Hausnummer 42. Tja, manchmal kennt er das nicht, sagt aber trotzdem, mache ich so ungefähr. Und dann sagt man los, es wird berechnet. Das ist mehr. Okay. Und nochmal los, startet dann die tatsächliche Navigation. Und auch wenn das System vielleicht gar nicht optisch so hübsch aussieht, es funktioniert auf jeden Fall. Ich habe mich oft von dem System leiten lassen. Und ich meine, wer keine Echtzeit-Traffic-Informationen dabei, aber rein vom Fahren her hat das gut funktioniert bei mir. So, die Route wieder abbrechen, hier unten. Also irgendwelche Verkehrsinformationen nimmt er. Jetzt würde ich hier nochmal die Spracherkennungstaste nutzen. Navigation. Ihr Navigationssystem wird gestartet. Bitte geben Sie eine Anweisung. Ziel. Bitte geben Sie eine Anweisung. Adresse. Sprechen Sie die Adresse.
Bielefeld, Wertherstraße 42. Wählen Sie einen Eintrag. 1. Bitte ändern Sie die Adresse auf dem Touchscreen oder sagen Sie los. 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 Sagen Sie los. Los. Bitte geben Sie eine Anweisung. Los. Ja, warum man hier dreimal los sagen muss, weiß ich nicht. Ein bisschen umständlich ist es, ein bisschen hakelig, aber es funktioniert halt. Ne? Und er hat es erkannt, lustigerweise bei der Spracherkennung erkennt er die Hausnummer an, bei der manuellen Eingabe nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Ich breche auch hier die Route wieder ab und wechsle jetzt nochmal ins Audiomenü und entscheide mich bei der Quelle für mein iPhone. Das habe ich jetzt hier wieder präpariert und starte das mal. Das Ganze nochmal. Direkt mal wieder und kann euch sagen, rein vom Klang her jetzt im Stand, der Bass ist sehr ordentlich, Höhen und Mitten sind nicht besonders differenziert, nicht besonders klar. Da hört man schon, dass das jetzt hier kein High-Premium-System ist. Während der Fahrt kam mir das System zudem öfters mal so ein bisschen dünn vor, von dem Klangvolumen. Aber wer hauptsächlich Radio hört im Auto, für den ist das allenfalls, ist das auf jeden Fall in Ordnung. Und auch ein bisschen Musik kann man hören. Ich auf meinen längeren Strecken habe mir schon gedacht, wenn ich dieses Auto kaufen würde, würde ich schon versuchen, den Sound da einfach noch ein bisschen rauszukitzeln, weil mir persönlich das nicht reichen würde. Aber erstmal auf jeden Fall, also. Ich sag ja, wer viel Radio hört, das passt halt zu dem Auto, die Anlage. Ne? Das ist alles sehr zweckmäßig. Das ist kein Shishi, das ist nicht so wuhuhu, sondern du kannst Radio hören, du kannst auch ein bisschen Musik hören, aber jetzt nicht im High-Fidelity-Bereich halt. Ja, immer wieder lustig bei Kompakt-SUVs, alle ungefähr gleich groß, aber die Spreu vom Weizen trennt sich meines Erachtens beim Platzangebot hier hinten auf der Rücksitzbank. Auch schön, wie weit die Tür öffnet. Ich habe hier so ein großes Einstiegsfenster. Den Kopf muss ich natürlich ein bisschen einziehen. Hinten sitze ich noch ein bisschen höher als vorne, aber der Einstieg ist ähnlich bequem. Ja, so sitze ich also auf der zweiten Sitzreihe. In der zweiten Sitzreihe. Kopfstütze könnte ich mal ein bisschen hochfahren. Dann komme ich da auch ran. Zwischen meinem Kopf und den Himmel hier in dem Bereich passt auch wieder eine Faust quer. Allerdings ist der hier auch so ein bisschen ausgewölbt. Wenn ich meinen Kopf also ein bisschen zur Seite lege, dann sind es eher zwei flache Hände. Da wird es also ein bisschen weniger. Was man wirklich lobend erwähnen kann, ist diese riesige Fensterfläche, die ich auch hier hinten habe. Es gibt ja hin und wieder mal aus dem Kompaktbereich Autos, wo man so eine Schießscharte hat, hier nicht im Subaru Forester. Der hat wirklich überall rundum große Fensterflächen, durch die man gut sehen kann. Eine Fensterfläche, durch die ich nicht gut sehen kann, ist allerdings das Glasdach. Das hat zwar so ein bisschen Panoramacharakter, allerdings muss ich dann doch sagen, mehr gewollt als gekonnt, weil hier in dem Bereich, ich kann zwar vorne rausgucken, aber ich bräuchte hier eigentlich noch ein bisschen mehr Öffnung, um A, mehr Licht zu kriegen und B, besser rausgucken zu können. So habe ich zwar einen Blick nach vorne so ein bisschen, aber die Sachen sind auch schnell vorbeigehuscht. Ich kann jetzt nicht wirklich nach oben gucken. Ja, was das Platzangebot angeht, oder erstmal in der Tür
hinten alles genau wie vorne. Das gilt auch für die Sitze. Ich habe hier keinerlei Seitenhalt auf der hinteren Rücksitzbank, dafür aber eine ganze Menge Beinfreiheit. Also ich kann mich hier überhaupt nicht beklagen, habe ganz viel Platz, kann meine Füße auch komplett unter den Fahrersitz schieben, obwohl der ja ganz runtergelassen ist. Kann auch die Beine ein bisschen aufstellen. Das ist also alles angenehm und im Rahmen. Nee, also vom Platzangebot hier hinten auf jeden Fall klasse. Wenn ich mir jetzt mal die Gurtlänge noch hinten angucke, auch die scheint mir ausreichend. Naja, doch um Babyschalen und Kindersitze anzuschnallen. Ich habe allerdings auch schon längere Gurte erlebt. Die Isofix-Halterungen verbergen sich hier hinter Klappen, die ja beim Auto verbleiben. Die klappe ich also nur hoch, habe dann hier das Gestänge. Und wenn ich es nicht mehr brauche, klappe ich sie runter. Die Klappen können also nicht verloren gehen. Die Gurtpeitschen sind leider sehr lose. Ich sage ja immer, kleine Kinder, wenn man feste Gurtpeitschen hat, haben die die bessere Möglichkeit, sich selbstständig anzuschnallen, weil das Ding dann halt Widerstand gibt, ne, zum Anschnallen. Ja, dann machen wir auch gleich weiter. Ich mache einmal kurz das Fenster hier auf. Die Tür. Ich habe hier also einen Getränkehalter, dahinter noch ein bisschen Platz. Und auch hier wieder eine Türschale. Allerdings ist die nicht mehr rutschfest ausgekleidet. Im oberen Bereich habe ich den Handgriff. Den hatte ich vorne übrigens auch. Es hat allen vier Türen gegeben. Und hier noch einen Kleiderhaken. Dazu kann ich das Fenster runterfahren. Und da sieht man, glaube ich, ganz gut. Das muss ich manuell machen. Und es fährt auch nicht wirklich weit runter. Das sieht man hier ganz schön durch die Tönung der Scheibe. Und in der Regel heißt das, wenn ich keine Automatik hinten habe, habe ich auch keinen Einklemmschutz. Das gilt es zu beweisen. Nee, schade. Auch hier wieder an 2,50 Euro gespart. Da würde ich mir ja mal sehr wünschen, die würden das mit einem Einklemmschutz versehen, weil vorne sieht man manchmal dann doch nicht, ob die Kinder, naja, sollte man halt immer, wenn man weiß, dass man keinen Einklemmschutz hat, immer schön auf die Fingerchen der Kinder achten. Weiter mit der Ausstattung. An der Rückseite der Frontsitze habe ich dann nochmal so eine Dokumentenfachtasche. Hier in der Mittelkonsole kann ich eine Sitzheizung aktivieren für die beiden äußeren Sitzplätze. Das ist schon mal ganz nett. Und dann gibt es hier noch eine Mittelarmlehne. Hier habe ich wieder zwei Getränkehalter. Die haben zwar Abstandshalter hier an den Seiten, sind dann aber wohl eher für halbe Liter gedacht, dass die da nicht drin rumkippeln. Und wenn ich hier mal meinen Arm drauf liege, ja, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann kann man hier auch zu zweit die Armlehne nutzen. Eine Durchlade ist hier allerdings nicht vorgesehen. Ja, und was ich ganz vergessen habe, einmal zu gucken, ich brauche hier den perforierten Bereich. Das heißt, wenn ich in der Mitte auch noch einen Jan sitzen haben möchte, dann ja, ist es so, dass ich mit meinen Oberschenkeln über dem perforierten Bereich sitze. Das heißt, drei Personen hier meiner Größe, das wäre ganz schön eng hinten auf der Rücksitzbank. Oder nicht eng, sondern kuschelig, sage ich immer. Ne? Ich will alle Autos gleich behandeln. Ja, gern zeige ich euch auch den Kofferraum. Ich öffne den mal. Wir haben eine elektrische Kofferraumklappe. Man drückt den Taster und wartet. Und ich habe ein paar Mal gedacht, ich mache was falsch oder es funktioniert nicht. Und dann habe ich verstanden, okay, ich versuche es mal mit Gemütlichkeit. Ja, es ist wirklich frisch hier. Ich will gar nicht jammern. Wir haben hier ein Ladevolumen von 505 Liter zur Verfügung. Und erstmal probiere ich natürlich den Einklemmschutz. Das tut schon so ein bisschen weh. Mal gut, dass nur meine Schulter ist. Jetzt bin ich bereich im Tiefen gespannt, ob es hier auch da sollte man wirklich vorsichtig sein, wenn man kleine Kinder in der Nähe hat, weil ich muss da schon ganz schön gegenhalten. Irgendwann gibt die Klappe zwar nach, aber das habe ich bei anderen Herstellern ehrlich gesagt schon deutlich besser gesehen. Gut, ein paar Werte habe ich auch noch für euch. Denn die Ladekantenhöhe befindet sich hier auf 74 cm. Danach geht es aber flach rein. Und man kann die Heckklappe auch programmieren.
Allerdings nicht über den Taster. Sondern über einen Taster im Innenraum. Wie der genau funktioniert, muss ich nochmal nachlesen. Ist auf jeden Fall nicht so einfach. Das hier mit dem Draufdrücken wäre die deutlich bessere Lösung gewesen. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal. Nee, gar nicht wahr. Unsere Ausfahrt-TV-Stativrolle passt hier ganz, ganz locker zwischen die beiden Radkästen. Und jetzt schauen wir uns mal gemeinsam den Kofferraum an. Das sind sie, also die 505 Liter. Wir haben hier auch einen Sichtschutz. Den kann ich ausziehen, aber hier sieht man es ganz schön, keine komplette Führungsschiene, sondern nur im vorderen Bereich. Also auch wenn ich den aushänge, dann schnellt er da nach hinten. Ist nicht so wirklich schön. Gut, kann ich den auch ausbauen. Einfach nach hinten ziehen, einmal beherzt. Und dann habe ich den Kollege auch draußen, den Kollege. Dann haben wir hier ein Fach unten drunter, da sehe ich schon mal ganz schön, hier Verbandmaterial, Warndreieck und ein bisschen Bordwerkzeug. Und wenn ich das jetzt hier noch eine Etage tiefer ziehe, haben wir tatsächlich ein vollwertiges, also nicht ein vollwertiges, aber ein Reserverad. Eins, was fährt, 90 km/h würde ich mal sagen, ein Warnheber, Abschlepphaken und so weiter und so fort. Das finde ich ja schon mal sehr löblich. Und jetzt nochmal hier reingeguckt. Das sieht mir fast so aus. Ja, es sieht nicht nur so aus, es ist tatsächlich so. Den Sichtschutz kann ich hier auch ablegen. Dann kann ich die kleinen Klappen hier wieder drüber legen. Hoppla. An beiden Seiten. Und auch den Boden wieder einlegen. Und somit muss ich das Teil nicht in der Garage lassen, sondern kann es im Auto verstauen. Schauen wir uns mal weiter um. Hier haben wir so Ösen, um Haken festzumachen, Taschen festzumachen oder irgendwas zu verzurren. Ein 12-Volt-Anschluss und elektrisch kann ich wohl die Sitze umlegen. Dazu habe ich im unteren Bereich eine Zuröse. Die sehe ich hier vorne auch nochmal. Und auf der anderen Seite genauso. Und hier haben wir dann die Kofferraumbeleuchtung und hier auch nochmal so eine Öse. Ja, gucken wir mal, was gibt es hier noch zu sehen im Deckel. Da ist wirklich nur, also einmal kann ich hier noch manuell die Klappe bedienen und ich habe halt den Knopf. Dann legen wir mal die Rücksitzbank um. Klatsch fällt sie. 60% auf der rechten Seite und 40% auf der linken. Und wenn ich die Kamera mal hier abstelle, sieht man, glaube ich, ganz schön, das ist keine ebene Ladefläche, was ich hier bekomme, sondern die Sitze vorne, die umgeklappten Rücksitze, stehen ein bisschen höher. Selbstverständlich messe ich hier alles nochmal für euch aus. Die Tiefe im Kofferraum, obere Kante 87, untere Kante 93. Bis zur umgeklappten Rücksitzbank-Lehne sind es genau 1,50 Meter. Den Beifahrersitz habe ich ganz nach vorne geschoben, die Lehne steil gestellt. Dann kann ich Gegenstände hier von einer Länge von 2 Metern gerade durchladen. Die Breite zwischen den Radkästen beträgt stolze 1,07 Meter. Die Höhe bis zum Sichtschutz gebe ich mit 45 cm an und die Höhe bis zur Decke mit 82 cm. Ja, mit dem Nickerchen hier drin wird es ein bisschen schwierig, aber ich habe, wenn ich alles umgelegt habe, ein Ladevolumen hier gemessen bis zum Himmel von 1557 Litern. Mein 28 Zoll Rennrad habe ich nochmal schnell eingeladen und man sieht es, glaube ich, ganz gut. Ich muss sofern ich denn die Rücksitzbank umgelegt habe, nicht mal das Vorderrad ausbauen und könnte hier wahrscheinlich sogar zwei Räder auf diese Art und Weise einladen. Nicht ganz so schön, aber es funktioniert. Ja, und gemächlich geht die Klappe auch wieder zu. 445 Kilogramm darf ich zuladen hier bei unserem Testwagen. Davon 80 Kilogramm aufs Dach verbannen. Optional gibt es eine Anhängerkupplung, die hat eine Stützlast von ebenfalls 80 Kilogramm. Mit der darf man dann mit diesem Wagen Hänger ziehen mit einem Gesamtgewicht von 2 Tonnen, wenn der Hänger eine eigene Bremsanlage hat. Sonst ist man limitiert auf die üblichen 750 Kilogramm. Thank you.
Ja, herzlich willkommen bei meinem Fahreindruck hier mit dem Subaru Forester und dem 150 PS Benziner in Verbindung mit der Lineatronic, also dem CVT-Automatikgetriebe. Ich sehe jetzt hier ganz schön an diesem Fensterchen, dass ich nicht schummel. Bin also noch am Schnee vorbeigefahren. Ja, Schnee, ne? Gestern hat es geschneit in Bielefeld. Ein bisschen nur, ne? Also schon, dass es hier liegen geblieben ist an einigen Stellen, aber war auch schnell vorbei. Ich bin allerdings mit dem Wagen auch im Schnee gefahren. 1,5 Lenkradumdrehung zum Lenkanschlag, also 3 von Lenkanschlag zu Lenkanschlag, nicht ganz. Also gestern ein bisschen Schnee, hat mich sehr gefreut, weil alle so ganz langsam gefahren sind und ich bin natürlich auch vorsichtig gefahren, habe aber gemerkt, mit Allrad hast du doch so gewisse Vorteile im Schnee und ja, das war lustig. Ich habe nicht mal einen schlechten Wegemodus aktiviert, sondern einfach nur gefahren. Gut, ich hatte schon gezeigt, als ich das Lenkrad gezeigt habe, ich habe 2 Fahrmodi, Normal und Sport. Da wird halt, werden die Kennlinien hier von Motor und Automatik beeinflusst. Ich gebe jetzt mal hier Vollgas in Sport. Ja, und erreiche jetzt die 100 km/h. Gehe mal wieder zurück auf den normalen Fahrmodus und bremse jetzt hier auch noch mal ein bisschen runter. Dass ich hier auf 50 bin, ist kein Rennwagen, ne? Und CVT Vollgas geben hört sich auch ätzend nervig an. Muss man aussagen, weil der einmal hochdreht und dann oben bleibt die ganze Zeit. Der schaltet ja quasi nicht, es sei denn, ich nutze die Fahrstufen. Und wenn ich jetzt ganz normal die Automatik nutze, dann passiert halt nichts. Ein bisschen nervig, aber ja, ich habe gelernt, so fährst du halt nicht mit diesem Automatikgetriebe, sondern im Prinzip streichelst du das Gaspedal immer so ein bisschen. Und wenn du unbedingt diese Schaltstufengeschichte nutzen willst, dann nutzt du halt entweder die Schaltwippen hier oben oder drückst den Gangwahlhebel hier zur Seite und kannst dann auch manuell schalten. Achso, nee, das ist einfach nur, muss ich trotzdem die Schaltwippen nutzen. Interessant. So, der Wendehammer stellt hier für das Fahrzeug auch überhaupt kein Problem dar. Auch das mit den Ausmaßen hier des Fahrzeugs bin ich hervorragend klargekommen. Also jetzt fahre ich manuellen Modus, wundert mich ja schon. Bin ich hervorragend klargekommen. Ich finde, der ist durchaus wendig, gerade hier für das große Fahrzeug. Wobei ich auch meine, dass er durch diese riesigen Fensterflächen noch größer wirkt, als er tatsächlich ist. So, jetzt gehen wir doch nochmal hier in manuellen Modus runter. Erster Gang. Und ich beschleunige mal ganz kurz hoch, weil ich wissen will, wie sieht das aus. Er schaltet da automatisch. Jetzt muss ich aber hier wieder Acht geben. Nur mal so am Rande. Jetzt braucht er auch richtig, ne? Richtig schön super. Das findet er nicht so lustig, diese Vollgasfahrten. Aber nur für euch nochmal fürs Gefühl, zweiter Gang. Achso. Ja. Zweiter Gang. Sehr lustig. Er dreht ja trotzdem hoch bis 100 im zweiten, ne? In der zweiten Stufe. Gut, machen wir erstmal weiter mit dem Lenkrad. Ich habe in der Mittellage hier ein bisschen Spiel. Das ist ja vollkommen normal für SUVs. Und in dem Bereich greift dann die Lenkung. Ich frage mich immer, ob man das wirklich so sieht, ne? Was ich hier zeige. Weil hier würde ich jetzt sagen, bei dem Fahrzeug direkt ist die Lenkung wirklich nicht. Das dauert also schon so ein bisschen, habe ich das Gefühl, bis die Lenkradbewegungen umgesetzt werden. Und bei anderen Autos sieht das aber, glaube ich, genauso aus. Und da sage ich dann, jo, volle Hütte, ne? Also hier voll direkt. Naja. Machen wir mal weiter mit dem Fahrwerk. Hoppla. Ich setze mal den Tempomat auf 55, während ich hier auf meine Fahrwerkstrecke einbiege, meine Fahrwerksteststrecke. Ne? Zum Anfang haben wir 2 Dehnfugen. Da merkt man dann, was federt das Auto weg. Danach wird es wellig.
Fangen wir mal an mit den beiden Fugen hier. Ja. Ich spüre die natürlich schon noch, also ich höre sie vor allen Dingen, aber auch nicht besonders laut. Und auch hier mit den Wellen sieht es so aus, ich merke die, aber es fühlt sich schon sehr komfortabel an. Also das Auto eher komfortabel abgestimmt als SUV-schroff, wie man jetzt vielleicht vom Äußeren des Fahrzeugs vermuten würde. Auch das hat mich ein bisschen überrascht. Man hat ja so, ne, man hat ja so eine Vorstellung, wenn man in so ein Auto geht. Und wenn das Auto dann dir zeigt, ja, hast du Vorstellungen, passen aber nicht, ist man in der Tat ab und zu ein bisschen überrascht, selbst ich. Gut, von der Bremse her, im oberen Bereich habe ich ein Stückchen Pedalweg, wo nichts passiert. Und danach kann ich die Bremse aber eigentlich ganz gut dosieren. Ja doch. Ich bin jetzt gut 1300 Kilometer mit dem Fahrzeug gefahren, hatte zu keiner Zeit Bedenken, dass die Bremsen hier nicht ordentlich dimensioniert sind. Ich habe das Auto immer schön verzögern können, passt also für mich alles. Die Fahrstufen kann ich übrigens jetzt auch hier mitten während der Fahrt aktivieren. Ich muss das also hier nicht in manuell drücken, sondern kann wie bei anderen Fahrzeugen einfach schalten. Auch ganz nett, es gibt hier noch eine weitere Ansicht in dem Cockpit, die kann ich aber nur sehen, wenn das Fahrzeug fährt und sobald ich die EyeSight nutze, also diese Kamerageschichte. Und ganz lustig, guck mal, er zeigt mir sogar an, ob ich bremse oder nicht. Den Bremslichter bei dem kleinen Auto. Gut, jetzt geht's auf die Autobahn. Normalerweise versuche ich ja hier immer noch so einen Hauch dynamischer mal auf der Auffahrt zu fahren, um euch zu zeigen, was so geht. Die Vorderleute fahren aber auch nicht so hochdynamisch und ich kann euch schon mal sagen, hält die Kamera hier fest, dass ich aus den Sitzen auch rausrutsche, wenn ich die Kurve hier mit 60 nehme. Das Fahrwerk wird das allerdings schon noch mitmachen. So, und jetzt von 60 beschleunige ich einfach mal hoch, drücke auch noch mal einen Sport. Und ich stehe auf dem Gas hier, ne? Vollgas. Aber meine Fahrfreude wird hier gerade gebremst. Hier auch ganz schön Hindernis erkannt. Wir haben also nach vorne hier noch einen Kollisionswarner. Und jetzt stehe ich auch wieder voll auf dem Gaspedal. Ne, jetzt nicht mehr, so jetzt nochmal. Okay, bis 160 finde ich geht es noch recht flott, wenn man sich jetzt mal von dem Drehzahlgeräusch löst. Also rein die Beschleunigung finde ich vollkommen in Ordnung bis 160. Dann wird schon ein bisschen zäher bis 180 und ab 180 passiert dann halt nur noch wenig. Was man wissen muss, ich bin 300 Kilometer quasi mit dem Tempomaten 160 gefahren, da wo es halt ging, wo ich durfte. Und da geht der Verbrauch aber schnell hoch Richtung, also der Durchschnittsverbrauch, 12, 13, 14 Liter. Da muss man halt sich überlegen, was man will. Ich habe das Gefühl, bis 140 kann man den Wagen auch noch sehr effizient fahren. Vom Verbrauch her, alles was da drüber ist, da wird er dann schon ein bisschen durstig. So, ich aktiviere mal den Tempomaten hier. 100 km/h fahre ich jetzt bei 1800 Umdrehungen. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, hier das anzusagen bei der Lineatronic. Windgeräusche nehme ich nicht wahr und den Motor höre ich auch nicht. Ja, und das ist übrigens ganz nett. Hier, ich bin auch auf meinen Autobahnfahrten fast ausschließlich mit dem Tempomaten gefahren. Also 120 bei 2000 Umdrehungen. Jetzt kommen leichte Windgeräusche. Ja, aber den Motor höre ich halt nicht. 140 jetzt bei 2600 Umdrehungen, jetzt werden die Windgeräusche schon ein bisschen lauter. Ich hebe auch schon leicht meine Stimme, Motor höre ich allerdings nicht.
Den höre ich wirklich nur, wenn ich aufs Gas gehe. Das können wir gleich nochmal prüfen. Also so ab 4,5 fängt man an, dass man den Motor hört. 160 km/h jetzt hier bei 4000 Umdrehungen. Die Windgeräusche sind mittlerweile schon deutlich zu hören. Also ich hebe meine Stimme auch schon deutlich. Und das ist jetzt auch so ein Geräuschlevel, wo ich sagen würde, dass es schwierig ist, sich langfristig oder länger zu unterhalten. Ja, und 180 macht den Kohl dann auch nicht mehr fett. Naja, wohl vielleicht noch ein bisschen, weil jetzt wäre ich ja noch lauter. Drehe hier über 5000 Umdrehungen, 5,5 macht er hier gerade auf gerader Strecke. Aber die Windgeräusche übertönen dann anscheinend den Motor. Ja, grundsätzlich, ich könnte jetzt auch noch mal hier anfangen mit den Schaltwippen zu schalten. Weil das vom Klangcharakter her dann natürlich so ein bisschen mehr mit Autofahren, wie wir das sonst so kennen, zu tun hat. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, nee, mache ich nicht. Weil am Ende des Tages, ich habe ja hier eine Automatik und wenn ich mich für ein CVT-Getriebe entscheide, würde ich, glaube ich, eher anfangen, mich mit diesem CVT-Getriebe anzufreunden und so zu fahren, wie ich hier am besten von A nach B komme. Und das heißt halt, dass ich eher zaghaft beschleunige. Und so bin ich dann mit dem Fahrzeug auch gefahren. Was meines Erachtens wirklich gut funktioniert, ist viel mit dem Tempomat unterwegs zu sein und halt immer behutsam Gas zu geben. Und so kommt man dann auch einen vernünftigen Verbrauch. Wenn man es allerdings öfter eilig hat, so wie ich das in der Regel habe, also wenn der normale Jan fährt, lande ich wahrscheinlich zwischen 12 und 13 Liter regelmäßig. Wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche das Fahrzeug, weil ich habe oft schlecht Wege, ich möchte vom Allradantrieb profitieren, ich möchte trotzdem Automatikgetriebe haben, weil ich könnte den ja jetzt hier auch noch optional mit dem Schalter bestellen, dann muss ich mich halt da mal mit arrangieren, dass ich eher ein bisschen gemütlich beschleunige, dass ich eher ein bisschen langsamer fahre als schneller, zumindest wenn ich nicht andauernd tanken möchte. Und sonst, ich finde eigentlich diese 150 PS für das Auto vollkommen ausreichen. Ich würde mir allerdings eher den 240 PS wünschen, ohne den jetzt gefahren zu haben, weil ich denke, da passiert dann halt doch noch ein bisschen mehr. Aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz, mehr als 150 als Berufspendler oder so brauchst du auch gar nicht. Es sei denn, du willst halt irgendwie schwere Sachen ziehen, dann wird es vielleicht nochmal interessant. Aber ich finde wirklich, dass der 150 PS Boxer hier wirklich reicht, um vernünftig von A nach B zu kommen, wenn man nicht zu oft schnell fahren möchte. Ja, dann können wir noch mal über die Assistenzsysteme hier reden. Das System von Subaru heißt EyeSight. Da ist eine Kamera und hier ist eine Kamera. Sieht klobig aus, ist auch klobig und manchmal an der Ampel nicht ganz so geschickt. Aber diese beiden Kameras arbeiten unabhängig voneinander und ersparen Subaru quasi auch den Radar nach vorne. Nach eigenen Aussagen ist das eins der zuverlässigsten Systeme überhaupt, die getestet wurden. Und weiß ich nicht, ob Mischsysteme da auch mit reinfließen, also Kamera plus Radar, oder ob das auf rein optische Systeme sich bezieht. Wie auch immer, ich finde, es funktioniert wirklich sehr zuverlässig. Also sowohl der Tempomat als auch die Spuren. Die einzigen Aussetzer, die ich hatte, waren bei Starkregen. Da sagt dann das System relativ schnell. Also hat aber wirklich stark geregnet. Ich kann nicht sehen, also muss ich hier alles deaktivieren. Nur ganz kurz, weil jetzt gerade jemand kommt. Der Totwinkelwarner meldet Fahrzeuge auch teilweise schon 200-300 Meter, bevor sie überhaupt im toten Winkel auftauchen. Auch das wird ein kamerabasiertes System sein, vermutlich basierend auf der Rückfahrkamera. Der Tempomat also adaptiv. Ich habe jetzt hier mal überholt, weil ich nach Hause möchte, aber er hat die Geschwindigkeit der LKWs übernommen, obwohl ich hier 110 eingestellt hatte. Ist er langsamer gefahren. Dazu haben wir auch kamerabasierten Spurhalteassistenten. Wenn er die Spuren erkannt hat, dann lenkt er mich hier auch durchaus wieder zur Spurmitte. Pendelt ein bisschen hin und her, habe ich auch schon viel schlimmer erlebt. Und jetzt sagt er mir, Hände am Lenkrad lassen.
warnt mich nochmal, jetzt nehme ich es doch mal wieder zum Lenkrad, nicht, dass das System hier denkt, ich bin eingeschlafen. Das System ist so ein bisschen, das System ist manchmal ein bisschen komisch, weil es auch die ganze Zeit mitlenkt. Und hin und wieder habe ich nicht verstanden, warum es mitlenkt. Aber es war zu keiner Zeit so, dass es jetzt gedacht hat, was, ne, gefährlich. Sondern es gab halt immer so leichten Impuls im Lenkrad, wo ich dann denke, nee, ich will genau so, wie ich jetzt gerade fahre. Und auch in Baustellen hat es ganz gut funktioniert. Also ich finde, diese Eyesight-Lösung scheint wirklich was zu können. Gut, was sie offensichtlich nicht kann, ist mir Tempolimits kredenzen, denn ich bekomme hier zwar immer wieder Tempolimits angezeigt, bin mir mittlerweile aber sehr sicher, dass die nichts mit der Eyesight zu tun haben, sondern wirklich auf dem Kartenmaterial basieren. Zumindest in der einen oder anderen Baustelle, Tagesbaustelle, hat er mir hier noch freie Fahrt angezeigt, während ich eigentlich nur 60 fahren durfte. Aber ich bin ja sonst immer ein großer Fan von Radarsystemen, weil ich einfach Radar geil finde. Ne? Hui, hui, wo ist das nächste Auto? Muss aber einfach anerkennen, dass diese Eyesight-Geschichte wirklich sehr gut funktioniert. Also ich kann jetzt nicht sagen, ist besser, wenn man Radar hat. Ich bin auch schon kamerabasierte Systeme gefahren, die meines Erachtens dann nicht ganz so zuverlässig funktioniert haben. Hier in dem Fall funktioniert das aber sehr gut. Meine Fresse. Ja, hast du mich nicht gesehen, ne? War ja auch ein Kleinwagen. Na gut. Achso, den Front Assist hatte ich vorhin beim Fahreindruck schon kurz. Also er warnt natürlich auch, wenn ich zu schnell auf etwas auffahre. Auch das macht er halt kamerabasiert. Mit dem schwindenden Licht schließe ich auch meine Videokaufberatung hier zum Subaru Forester mit dem 150 PS Benziner und dem CVT-Getriebe ab. Subaru gibt einen Neftverbrauch an von 7 Litern. Ich bin das Auto jetzt 1150 Kilometer gefahren und komme auf einen Verbrauch von 11,6 Liter. Das kam mir schon sehr hoch vor. Ich hatte ihn auch schon bei 12,4, weil ich halt unter anderem 300 Kilometer Autobahn mit 160 gefahren bin. Und da will er das gute Super haben. Ne? Also da trinkt er auch richtig gut und gerne. Dann habe ich ihm hier nochmal gesagt, das kann alles nicht sein, das ist doch alles ein bisschen viel. Und bin mal 250 Kilometer, nicht schneller als 140 gefahren. Also normal Landstraße, Autobahn, was man so darf. Aber auf der Autobahn maximal 140. Und komme da mit einem Durchschnittsverbrauch von 8,4 Litern daher. Also, wer sich das CVT-Getriebe kauft, weiß ja eh, dass er da nicht mit dem großen Gas Fuß fahren muss, auch schon gar nicht mit dem 150 PS Benziner. Von daher kann man mit dem Wagen auch durchaus umsichtig und mit einem niedrigen Verbrauch fahren. Wer allerdings aufs Gas tritt, der muss damit rechnen, dass man auch mehr als 12 Liter braucht, ne? Wenn man es mal eilig hat. Gut, ich habe drei subjektive Bewertungskriterien, die ich immer gerne anführe. Das erste ist Fahrspaß. Das heißt, morgens die Sonne geht auf, nicht unter, am schönen Samstagmorgen und ich überlege mir, Mensch, fährst du eine Runde Auto? Einfach des Spaßes wegen. Nein, verleitet der mich gar nicht zu. Ich gewöhne mich langsam an das CVT-Getriebe. Ich finde das nicht mehr ganz so schlimm wie noch vor 4 Jahren, wo ich das erste Mal bei Nissan gefahren bin. Aber ich werde da trotzdem auch nicht warm mit und da tun die 7 Fahrstufen dann auch nichts mehr dazu. Zudem 150 PS für das große Auto finde ich persönlich ist auch ein bisschen wenig. Ich glaube, wenn, dann würde ich eher zum 240 PS Benziner greifen. Oder zum 147 PS Diesel, weil der ein bisschen mehr Drehmoment hat. Aber man kann, wenn man ein großes Auto will, was einen vernünftigen Allradantrieb hat und wer auch öfter mal auf dem Schotterweg fährt oder wo der Winter halt ein bisschen länger ist, ist das durchaus, denke ich, eine vernünftige Alternative hier, das Auto. Aber das ist ja nicht ein anderes Fazit. Also Fahrspaß, nein, habe ich nicht. Fahrkomfort, für eine SUV, finde ich, ist der okay abgestimmt. Entschuldigung.
Der ist auf keinen Fall unkomfortabel. Die Sitze, ich bin 3 bzw. 4 Stunden auch mal im Stück gefahren, habe überhaupt keine Probleme mit den Sitzen gehabt. Sie könnten für meinen Geschmack natürlich noch ein bisschen mehr Seitenhalt haben und die Sitzheizung könnte auch für meinen Geschmack noch ein bisschen heißer werden. Aber Sitze und Fahrwerk zusammen sorgen dafür, dass man doch sehr komfortabel unterwegs ist mit dem Auto, was man gar nicht denkt, wenn man ihn so sieht. Ne? Ja, und den Alltagsnutzen. Wir haben Platz hier für 4 Erwachsene meiner Größe, einen ordentlich großen Kofferraum, die Zuladung mit 445 Kilo. Da könnte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr erwarten, aber ich finde auch, das ist in Ordnung. Pfiffig finde ich wirklich die, die Kamera, die aufs rechte Vorderrad gerichtet ist. Ich weiß gar nicht, ob ich mich wieder umgewöhnen kann. Ne? Ich gucke jetzt immer, wo ist denn die Kamera für mein Vorderrad? Also das finde ich wirklich praktisch. Nicht, dass er unübersichtlich ist. Ganz im Gegenteil, durch die großen Fensterflächen und die vielen Fenster, ne? Und die schmalen Säulen dazwischen hat man, finde ich, eine sehr gute Rundumsicht. Aber da vorne sieht man doch immer ganz gerne mal, ne? Was das Vorderrad so macht. Ja. Ja, rundum, ich bin wie immer angetan vom Subaru. Es hat ein solides Auto, kein Schnickschnack, kein Fancy im Innenraum mit den 3-4 Displays. Das könnte natürlich für meinen Geschmack noch ein bisschen aufgeräumter sein, noch ein bisschen frischer werden. Gucken wir mal, was die nächste Produktgeneration bringt. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare zu dem Auto. Was haltet ihr vom Subaru Forester? Ist das noch zeitgemäß oder ist der schon ein bisschen altbacken? Ich habe irgendwo gelesen, dass das Durchschnittsalter der Subaru-Käufer bei 55 Jahren liegt. Ich weiß jetzt nicht, ob hier oder in Amerika. In Amerika ist Subaru ja eine ganz große Marke. Siehst du überall auf der Straße, ganz im Gegensatz zu hier. Und dass die älteren Leute Subaru unter anderem lieben, weil das alles einfach zu bedienen ist. Ne? So kann man das ja auch mal sehen. Keine Spielereien, kein Schnickschnack, sondern das, was du brauchst, bietet das Auto. Mehr muss es auch gar nicht haben. Gut, das ist das Ende meiner Videokaufberatung. Ich verabschiede mich jetzt wie immer von euch und sage tschüss, bis dann, euer Jan. Oder der Ford, hast du nicht gesehen, weiß ich nicht. Shit. In der Basis, da steht, hat er, naja. Das ist also hier nicht fake oder gar gefaked. Hä? Eine Blende, egal. Oh, ich bin kalt, merkt man das, ich mache nochmal. Herzlich willkommen bei meinem. Ich bin den Wagen mit. Ich weiß es gar nicht. Mal kurz gucken. Hab ich.